So. Da hinten lief gerade einer. Oh, hier ist noch Geld. Oh. Ja, super, dass du direkt den Alarm auslösen musstest. Sehr gut. Den musste ich ja schießen, der hätte ich eh gesehen. Der stand direkt vor dir. Hä? Der stand hier, hinten. Ja, da, hinten. Da liegt er noch vielleicht. Stand er. Ich ändere meine Position. Du bist der Hammer, Jack. So genial. Mach weiter so, so. Danke, Jack. Hier wurde irgendwas zum Lesen, oder? Hier. Ah, ne, Kassette. Was haben wir denn da? Epoch Schnorr. Oh, geht direkt die Musik los. Wolle Kassette. Moin! Moin! Du bist im Weg! Weg da, sonst kann ich nichts sehen! Hä? Ich hab doch gerade reingeguckt. Wo liegen jetzt hier? Achso, von der anderen Seite. Jawohl, ändere meine Position! Hier ist irgendwo eine. Okay. Achso, unten. Ah, ist hier unten. Da unten. Hier war irgendwo Geld. Ah, da. Hört es sich jetzt an, als ob hier irgendwo einer gelandet ist? Da geht's nach irgendwohin. Oh, hier ist Geld. Hey, ihr zwei. Ich habe ein paar Infos über die Forschungen in Bruder 3. Es gibt Hinweise auf hochmoderne Waffen in eurer Nähe. Seht euch ruhig mal Waffen. Ein wenig um. Oh nein, meine Waffe ist leer. Kriegen wir die nächste Waffe wahrscheinlich. Was? Hä? Wo ist denn der? Tot. Warum hängt denn der bei mir jetzt da? Okay. Ja, sag ich doch. Der hängt bei mir da oben. Okay, bei mir war einer nämlich gerade wirklich vor dir. Deswegen habe ich ja geschossen. Warte mal, hier ist irgendwas zu viel. Ah, da ist eine Brille. Okay, dann sind die Forscher. Die Tür könnte ich, soll ich die Tür aufmachen? Ich sehe überhaupt nicht, wo du bist. Ja, mach mal auf. Wir können hier Waffen finden. Irgendwo. Eine hochmoderne. Ja, die bitte nicht. Machen wir hier direkt alle Türen auf. Da war nichts drin. Hier ist noch ein Notizbuch. Hier ist was zum Lesen, Soph. Rolfs Tagebuch. Montag, 19. März. Ich mache mir Sorgen um das neue Cyberpilotprogramm. Es gibt zu viele Sicherheitslücken in der Programmierung, die es für Hackerangriffe von außen anfällig macht. Ich muss meine Bedenken morgen meinem Vorgesetzten mitteilen. Trotz der Warnung bin ich letzte Nacht nach draußen in den Sturm gegangen. Ich wollte ihn mit meinen eigenen Augen sehen, um den nötigen Mut zu fassen, das zu tun, was getan werden muss. Was sich in Berlin auch erzählen, wenn ihre Studien auch zeigen, dieses Wetter ist nicht normal. Und ich denke, dass meine Zahlen das auch belegen. Die Menschen müssen wissen, was auf sie zukommt. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Möge der Kanzler uns allen helfen. Okay. Mhm. Ich bin jetzt lang. Hinten rum. Halt. Auf jeden Fall können wir hier Waffen finden. Wahrscheinlich hier diese Elektrowaffe. Keine Ahnung, kann sagen. Weil du hier so viel Elektromuni findest.
Und wie müssen wir da reinkommen vor allen Dingen? Ich weiß nur nicht, wie ich da reinkommen soll. Von oben. Hier ist nämlich ein Schacht. Da oben ist ein Schacht. Ja, dann hast du das auch eine Leiter. Alte zerstörte Schule in Mesquite, die vom Regime in die Luft gejagt wurde. Becky Ellington hat mir einmal erzählt, dass dort die Geister der toten Kinder spuken sollen. Hallo? Ich bin da hoch. Ah, ich habe die Waffe gefunden. So, diese Grillmaschine sieht perfekt aus. Ah, es ist das Elektrokraftwerk. Hab ich mir doch schon gesagt, wir sehen, finden die ganze Zeit... ich komme hier nicht runter. Mann, das sieht ja hammermäßig aus. Absolut. Yes. Ja. Kann man die direkt upgraden? Wahrscheinlich nicht. Oder? Waffen. Hier ist auch Geld. Nahkampf? Wo sind die? Wo sind die? Elektrokraftwerk da. J. Schafft. Schwerer Schaft? Natürlich, wir machen Schaden. Spule. Ummantelte Spule hätten wir gerne. Batterie. Große Batterie. Natürlich. Wandler. Natürlich auch der Mehrfachbogenwandler. Ja, mehr können wir noch nicht aufwerten. Doch, aufwerten können wir auch schon. Schwerer Schaft aufwerten. Sehr schön. Können wir noch was? Oh, und wir können die Umwandler können wir auch aufwerten. Können wir nicht, weil wir keine Kohle mehr haben. Ich auch nicht. Das Elektrokraftwerk. Drücke, um elektrische Blitze zu verschießen. Das Elektrokraftwerk gibt mehrere elektrische Blitze ab, die Gegner in der Nähe automatisch treffen. Mit dem Elektrokraftwerk kannst du außerdem Türen und Kisten mit extrem sicheren elektrischen Schlössern öffnen. Ja, hier ist auch noch Munition. Noch mehr Munition. Mehr kann ich nicht mitnehmen. So, kann man hier testen übrigens dann. Jetzt sind natürlich wieder Leute da. Warte mal. Was schießen wir über uns? Achso, er. Er wollte auch mal eben einmal. Aua, aua, aua. So, Scheiße! Du verstanden die Sicht! Das ist ja geil, du kommst dann darauf gleichzeitig. Ja, ja, geht. Hinter dir? Ja, ich muss mal eben drauf wechseln. Ah, warte, ich muss aber auch eben, sonst haben wir nämlich nichts mehr davon gleich. Oh nein, ich bin verwundet. Ich liege. Warte. Ja, ich komm zu dir. Glaube ich. Wieder im Sattel, Baby! Los geht's! Ich will keine Gegner mehr erschießen, oder? Ja, ich sehe die Covers auch nicht. Die sind irgendwie... Elektromuni. Genau. Schild. Wo müssen wir denn das Elektrokraftwerk jetzt benutzen? Hier ist aber Elektromuni, hier ist noch ein bisschen Leben. Hier muss die irgendwo. Ach, da oben muss die benutzt werden. Was ist die denn? Wir müssen schon wieder hoch. Schon wieder. Ja. Ach, da oben steht einer. Schießt nämlich auch an uns. Da. Jetzt nicht mehr. Hallo? Ach Quatsch. Ja, hier kommen wir durch den Schacht wieder dahin, aber wir kommen jetzt. Ja, steht doch da. Achtung, Achtung! Bemerken Sie bei einem Ihrer Kollegen verräterisches Verhalten. Hier hoch müssen wir. Sich an eine der
Ja, aber. Ah, ich. So, wie ich habe ich hoch? Du bist drüber gesprungen. Nee, ich bin hier. So, ich bin oben. Warte, ich nutze mal gucken, ob das hier irgendwo hingeht. Nee, geht natürlich nirgendwo hin. Ich wollte nur mal eben einmal gucken, ob wir hier irgendwo noch was finden. Nö. Wahrscheinlich nicht. Nö. Oh, kannst du dir die ganzen schrecklichen Experimente hier vorstellen? Da will ich lieber nicht dran denken, Soph. Moment, Moment, Moment. Ist da der Nebenraum hier? Warte, hier müssen wir irgendwas finden. Hier liegt noch was. Eine Kassette. Ja, ich sehe. Kalt ist die Nacht! Die Tür könnten wir auch aufmachen. Stimmt. Ich finde, dieser Cyberpilot klingt toll. Ja, Cyberpilot. Ein cooler Name. Schade, dass er kaputt ist. Das findet man hier nicht. Nur Leben? Das ist aber doof. Hat sich ja überhaupt gelohnt, dass ich mir meine Munition verschossen habe. Ja gut, das weiß man ja vorher nie. Hier ist noch Munition, habe ich gerade gesehen. Hier auch. Ja, ja, deswegen gehe ich ja hier hin. Hier auch noch. Ich weiß nur nicht, wie lange ich noch aufnehmen kann. Wo ist Uni? Und eine Brille. What? So, das Ganze zerstört. Hier ist noch eine Brille. Die nehmen wir mit. Das ist der Hund. Okay. Was hast du gesagt? Wo ist noch Munition? Ah, hier. Gut. Ich weiß nur nicht, wie lange ich schaffe, noch aufzunehmen. Das ist mein Hauptproblem gerade. Dann geht's hier weiter. Okay, von hier aus geht's wohl runter. Genau. Man sagt nämlich, der Computer findet sich im Keller. Entweder ganz oben, ganz unten, also... Du darfst drücken. Du kannst drücken. Oh Gott. Den Scheiß machst du dir. Ihr habt die Lobby erreicht. Oh, oh. Der Aufzug zum Hauptcomputer ist im hinteren Bereich. Im hinteren. Im Hintern. Oh nein, das ist schon wieder so ein Arena-mäßiges hier, Ding. Hier, gucken erstmal. Ah ja, genau. Dann sehen die uns vielleicht nicht. Granaten sind voll. Okay, dann werden wir hier reinflüchten, wenn wir nachladen müssen. So, so machen wir das. Oh, hier ist noch Kohle. Oh ja, hier war Muni. Nein. Okay, hier ist Leben. Er sieht uns schon da oben. Von oben sieht er uns schon. Hier ist noch Geld, ja. Da, siehst du, der sieht uns schon, warum auch immer. Ja. Der kann durch Decken gucken. Der ist gut. Und durch Wände. Nach dieser Regime-Bastarde plattert gibt's kein Morgenschwester! Das war bestimmt noch nicht alles. Warte, da kommen Drohnen. Die Drohnen sind aber echt schlecht. Was denn? Was? Oben war auch was. Das hab ich grad. Da kommt auch was stopfen. Oh, der ist schon ein relativ höheres Level. Hier ist nur Verbandskasten und Rüstung. Achso, hast du gerade gesagt.
Wir müssen nach oben. Oben? Genau. Oben, hintere Bereiche. Ja. Hier ist auch noch Muni. Ist wunderschön. Geld ist hier. Hier ist noch mehr Geld. Und hier ist nochmal ein Drohnensteuerung. Ja, gut. Ist jetzt auch egal. Komm mal zu dir. Ich guck hier jetzt auch mal ein bisschen, weil die Muni und das Geld will ich haben. Die Tür ist du, zu. Hast du Mist. Auch die Brille? Wir was zum Überbrücken. Hä? Was denn? Hier hinten war eine Brille. Wo hinten? Hier. An dem Schreibtisch. Und dann haben wir noch einen. Hm. Das ist ja Roberta. Maschinenelite. Dann ist hier aber noch was. Echt? Ah, okay, warte. Ja. Auf der anderen Seite. Wo denn? Wo ist denn da was? Hä? Hier müsste irgendwo noch was sein. Aber oben. Ich habe einen Zettel hier. Ich habe hier was Lesbares. Wo sind wir hingekommen? Ich stehe hier. Endharts Notiz. Maschinenkommandant Wolf! Bei allem Respekt, ich vermute noch immer, dass in unserem Organisation Personen arbeiten, die General Lothar Brandts Plan eines Umsturzes in Berlin unterstützen. Wenn wir uns nicht um dieses Problem kümmern, wird es uns früh oder später auf die Füße fallen. Merken Sie sich meine Worte. General Lothar Brandt ist noch immer auf freiem Fuß. Er hat etwas vor, da bin ich sicher. Und er hat Schläferzellen, die nur auf sein Kommando warten. Wir müssen eine Inventur durchführen, um sämtliche Mitarbeiter befragen. Auf der Stelle, Kommandant Erhard. Erhard. Geld nehmen wir mit. Ansonsten haben wir nix. Da ist noch Muni, die habe ich voll. Guck so. Mal, ich finde das noch auf altmodischer Weise. Ja, irgendwie geht es noch höher scheinbar. Wo bist du denn jetzt? Ja, Richtung, achso, hups, ne, Richtung, ups, auf der anderen Seite. Hier ist die Überbrückung, ja. Ach, hier müsstest du hin. Ja, und du da hinten. Warte. Auf der anderen Seite, Gott. Guck mal, das ist nämlich Überbrücken. So, jetzt kannst du dran. Zwei, fünf, sechs, zwei. Die Tür ist offen, Schwester. Wir kommen näher. Ja, wir kommen näher. Klasse, Mädels. Geschafft. Aber... Warte, also. Ich muss zu dir. Ja. Warte, hier ist noch Geld. Kann ich nicht alleine. Ja, darf ich bitte das Bin Geld zu schwach. Geil, Grafikfehler. Händedrück. Oh Gott. Ja, wenn wir den Bruder fertig haben, machen wir auch einen Cut. Ich glaube... Na, mehr schaffe ich auch nicht. Nee, ja, alles gut. Bestimmt. Okay, okay, wir sind im Bruder. Ihr betretet gleich die Forschungsarchive. Der Hauptcomputer scheint offline zu sein. Ihr müsst ihn also starten, damit... Damit was? Banane! Die Schweine kalt! Welche Schweine? Oh, irgendwas schießt da auf uns. Ja, da ist eine Schussanlage. Eine habe ich platt. Hast die andere auch platt? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach in die Richtung gezielt, wo die sein müsste. Oh, scheint so. Das ist ein Disketten-Ding. Diskettenterminal. Und irgendwas müsste hier sein. Ach, hier sind zwei Hebel. Wir müssen jetzt starten. Der Strom ist wieder an. Konzentriert euch auf die Turmkommandanten und holt euch ihre Schlüssel. Dann verschafft mir Zugriff zum Hauptcomputer. Aber hier ist doch noch irgendwo ein großer, dicker Bewacher noch. Immer. Immer. Da ist immer einer. Achtung, Jess! Da kommt was Großes! Was? Wo denn? Ich weiß noch nicht wo. Ich guck mal. Ich guck mal eben auf der Seite, ich sehe aber nichts.
Ah, hier geht's ja noch weiter. Hilfe! Oh, ich sehe das Große. Ich auch, ich schieße auf das Große. Aua. Ach, du bist auf der anderen Seite.